Oh, wie greift denn da am dümmsten an? Einheit bereit. Ja, Sir. Sir? Motor an. So. Habe ich da beschlossen? Wird gebaut. Ich habe kein Geld mehr. Verdammt. Ich glaube, es hat sonst die Spielgeschwindigkeit immer noch irgendwie runtergesetzt. Kann das sein? Ja. Oder bilde ich mir nur ein, dass das schneller läuft? Und es läuft in Wirklichkeit gar nicht schneller. Ja. Gut, so groß ist meine Armee auch noch nicht. Einheit bereit. Sie wirkt größer als sie. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, die Geschwindigkeit ist sonst nicht so schnell. Das könnte auch der Grund sein, warum ich keinen Schwein angreife. Die kommen da gar nicht durch mehr. Wird gebaut. Nicht mein Problem. Brauche ich nicht abwehren? Weiß gar nicht. Mal gucken. Zu wenig ich habe noch die hier, zum Glück. Bau da komme ich gar nicht durch, glaube ich. Das ist voll der Mega. Einheit bereit. Ich speichere nochmal, bevor ich jetzt hier angreife und alles verheizen will. Schließlich sind da hinten Bäume und deswegen auch unnötig die Gewehre. Ich glaube, ich könnte die Werwölfe auch weglassen. Obwohl, die sind ein guter Feuerfang, würde ich mal sagen. Was wissen diese Türme überhaupt gut? Ich meine, außer dass sie leuchten, machen sie das nicht. Wird gebaut. Wird gebaut. Abgebrochen. Toll, ich brauche doch Luftabwehr. Jetzt mal eine Luftabwehr dafür. Wird gebaut. Luftabwehrrakete, ja. Abgeschlossen. Ich stelle keine Rakete noch drauf, ich stelle auch eine Rakete drauf. Das macht das schon. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So, schnell alles hier drauf. Wird gebaut. Ja, lande da, das war eine gute Idee. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Geh doch mal alle weg hier. Bau gestört. Abgeschlossen. Einheit bereit. Einsatz hier nicht möglich. Das ist das, was ich wollte, glaube ich. Einheit ist ja da sofort zwei abgeschlossen. Bereit. Bau abgeschlossen. Wird und gebaut. Guck mal, ob wir hier noch irgendwas reparieren jetzt. Einheit bereit. Und da pflanze ich auch eine Luftabwehr-Ding drauf. Komm schon, ich brauche mehr Einheiten. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Und ich halte noch einen Basisturm in der Hinterhand. Man kann nie genug Basistürme in der Hinterhand haben. Ja. Bau abgeschlossen. Cyborg zur Stelle. Sir? Ich verstärke meine Armee mal etwas. Einheit bereit. Und euch schicke ich hinten rum. Sir? Ja, ihr? Ja, ihr? Hallo. Guck mal, Einheit guck mal, bereit. Guck mal. Oh. Jetzt ist er tot. War Absicht. Ich habe ihn aus der See getötet. Wirklich. Einheit bereit. Einheit verloren. Jetzt will ich hier schon eine Einheit als so eine Einheit. Ja, das war natürlich auch eine sehr gute Aussage. Ich töte das Ding mal. Einheit bereit. Ich glaube, die Spielgeschwindigkeit ist wirklich. Zu wenig Geld. Wayne. Schieß die mal ab, Jungs. Ach, jetzt fliegen sie nach Hause. Nein, 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 nein. Einheit bereit. Vielleicht greifen sie jetzt mal eine Basis an. Ich glaube, ich habe wirklich eine Stufe langsamer sonst gespielt. Kann das sein? Einheit bereit. Deswegen ist alles hier so hektisch und schnell. Das Ding ist so ewig weit gewachsen. Einheit bereit. Geh weg hier, Wolken. Motor an. Böse Wolken, geht weg. Motor an. Nein, geh doch weg. Ich will nicht mehr von denen bauen. Einheit bereit. Kein Problem. Ich fahre natürlich noch voll rein, ihr Arschgesichter. Mach das doch mit Absicht. Einheit bereit. So, jetzt ist da unten noch so ein. Was auch immer es ist. Gewächs. Die Bären, was soll das Gewächs, ja.
hier unten noch irgendeins. Ja, erledigt. Einheit bereit. Ja, Einheit bereit. Ich verstärke mal meine Einzeleinheiten ein bisschen. Ja, Sir. Lächerlicher Müll hier. Ja, trotzdem nicht mit so einem Schrott. So, wo ist es denn hier, dieses Ausgangsgewächs? Das ist natürlich ganz allein für den Wachstum von dem Scheiß da verantwortlich ist. Oh. Was ist das überhaupt für ein Ding? Kann das mal jemand sagen? Es hat keinen Namen. Einheit bereit. Ja, wir machen ein bisschen Verstärkung. Bevor wir dann die Basis überrollen. Überlaufen, genau. Einheit bereit. Ja, ich glaube, überlaufen ist hier das bessere Wort. Weil die Dinger laufen wollen nicht. So, ich komme kaum wieder her, das Geld aufzugeben. Bereit. Speichern wir nochmal. Und dann geht's los. Bereit. Oder war die noch, bis die... Einheit bereit. Wir wollen mal nicht Einheit zu lange warten. Verloren. Oh. Einheit verloren. Steht noch Obelisk drum. Einheit verloren. Oh, das Einheit nicht. Verloren. Das sind nicht gute Ideen, was ich da gerade mache. Ich bin skeptisch. Einheit bereit. Einheit verloren. Läuft doch ganz gut. Einheit bereit. Einheit verloren. Sei ruhig. Das ist immer so verdammt pessimistisch. Ja, hier. Einheit bereit. Erledigt. Gas. Motor an. Schieß mal dahin. Hier ist ein Kraftwerk und. Da oben nicht. Nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir speichern und dann rollen wir weiter. Wird gebaut. Wir sind auch weiter bauen. Seid ihr immer noch nicht da? Macht ihr denn so lang? Einheit bereit. Was ist das schon für eine Basisstruktur hier? Hier war ja irgendwie nichts. Alter, haben wir hier auch irgendwo einen Tarngenerator in Bewertung stehen oder warum geht das so weit gerade? Einheit bereit. Vielleicht muss hier mal einen Eingang machen, glaube ich. Ich könnte auch einfach das Tor hier nehmen. Oh, er ist schon doch in der Wand. Aber ich habe nichts. Bin ich mir sicher. Einheit verloren. Die sich wieder gegenseitig töten. Wunderschön. Man muss es einfach nehmen, oder? Komm, töte die mal alle. Hier ist doch Zeug, ich sehe es nur nicht. Ich hasse es. Da hinschießen. Da hinschießen. Also. Da ist auch was. Jawohl. Komm mal reinmarschiert. Ich hab's ja. Da hinten schießt irgendwas auf mich. Tarnpanzer, okay, das taugt eh nichts. Laser schalten wir mal aus hier. Tarnpanzer taugen, wie gesagt, nichts. Ah, Tarngenerator, Tarngenerator. Mehrere Obelisken. Warum sind da mehrere? So, hier Strom ausschalten und so. Wir wollen mehr von bauen. Mehr. Wir brauchen mehr. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch mehr Einheiten brauche. Ich mag auch nicht wieder drauf kommen. Einheit verloren. Jetzt kommen schon wieder Lufteinheiten hier. Einheit verloren. Einheit bereit. Ach komm schon, mach das Ding hier platt. Einheit verloren. Zu wenig Geld. Einheit verloren. Das ist mir Bauhof. Sehe nicht. Ist der da hinten drin irgendwie? Einheit verloren. Würde ich hier noch anbieten? Nein, hier ist nur so eingangstechnisch irgendwas. Aber ich sehe eine Kaserne. Ich würde den da mal. Ich will das Kraftwerk. Schnell! Hier ist doch ein Tarngenerator, aber der ist von Bedeutung gerade. Ich will mehr bauen, mehr Einheiten. Einheit verloren. Ich will die Kaserne töten? Wo ist denn der Bauhof, verdammt? Wir machen einfach keinen Schaden an dem. Oh, doch, viel zu lang. Die Kunst darin besteht, gerne die Einheit nachzubauen, dass der Gegner sie töten kann.
Was ist denn hier scheiß Baum? Ah, da ist er doch. Das war doch alles, was ich gesucht habe hier. Ach komm, mach den Bau von dir weg. Scheiße, den kriege ich nicht mehr platt. Einheit verloren. Alles klar. Mist. Mist. Oh, ich hab euch noch, ne? Euch zwei, ja, toll. Hä? Es kann doch unmöglich so viele sein, dass sie nicht mehr laufen können. Sind's auch nicht. Einheit bereit. Wird gebaut. Mehr bauen. Das Ding auch noch ausschalten, oder? Jetzt bauen sie nichts wieder auf. Oh, da wäre auch ein Tankgenerator gewesen. Ich habe kein Geld mehr. Ist doch zum Kotzen. Oh, das Tor auf. Einheit bereit. Du, wo ist denn eins? Ach, Vater, halt, lauf. Bewegt euch nicht so langsam. Einheit bereit. So, wir fahren da jetzt einfach mal rein. Einheit bereit. Dann bauen wir mehr. Zumindest so lange, bis das Geld gleich wieder ausgeht. So. Zu wenig Geld. Machen wir auch mal das Tor auf. Das bin ich da nicht vorhin einfach durchgelaufen? Einheit bereit. Kraftwerk zerstören ist angesagt. Ich baue da als erstes nach, hoffe ich. Wahrscheinlich nicht, aber. Wayne. Super, ey. Wer baut denn so eine Basis? Total allein und einsam. Nein. Oh. Digga, von das hier an. Wow, wie viele Raketen die aussahen, ist der Wahnsinn. Man würde es nicht glauben, würde man es nicht selbst sehen. Einheit bereit. So, wir holen noch eine Verstärkung nach. Dann machen wir hier mal Asche. Wir üben dann etwas ein. Wir machen Platz für neue Parkplätze. Hier entsteht demnächst ein neues Super-Einkaufszentrum mit einer Wartezeit von 700 Stunden. Einheit bereit. Parkplatz-Wartezeit. Einheit verloren. Ja, das sehen erstmal die Kraftwerke aus, wenn die wirklich keinen Strom mehr haben. Einheit verloren. Nicht, dass die Obelisken gleich wieder zz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 z
Ach, ist ein Platz hier. So. Er hat nicht so wirklich eine Chance dagegen. Dann machen wir alles weg platt. Tor auf! Damit frische Luft reinkommt. Und dann auch hier so technisch. Das schieben wir nach unten. In der Nase. Apropos, du bist ab sofort bei 3. Warum auch immer 3 und nicht 2? Ist halt so jetzt, ne? Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ist keine Möglichkeit. So, schön weiter. Alles zerstören, alles zerstören. Mach mal alles platt. Kein Generator noch, wenn es noch durch muss. Die war ja noch einfacher als die andere Variante. Dune 2000 war deutlich schwerer. Deutlich. Oh, was soll das denn jetzt werden? Einheit verloren. Was wollt ihr denn jetzt? Ich will doch mal sterben hier. Einheit verloren. Wir haben überhaupt nicht genug Strom. Lustig. Einheit bereit. Einheit verloren. Wunderbar. Einheit verloren. Nö, nicht zu wirklich. Wenig Geld. Ich hab mein Schießen einfach anerwartet. So, nein, das hier noch weg. Und das hier. Verloren. Das hier. Und das hier. Einheit verloren. Und das hier. Noch alles sonst noch, was hier rumsteht. Einheit bereit. Und bau noch mehr Einheiten. Weil wir es können. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Taktik ist, was für Noobs dieses können. Hat mein Mammut schon die Anten da erledigt? Jawohl. Na, wenigstens etwas ist erkannt. Oh. Taktisch schon durch. Ich hab noch irgendwas tarntechnisch gehört. Doch nicht, der Gegner hat hier noch was. Eine Wand. Wow, der war jetzt schon tot. Er hat bestimmt oben auch noch irgendwas. Oh, noch Luft dafür. Dass die nicht gekommen sind, wundert mich jetzt. Ist hier noch was? Bestimmt. Bestimmt, oder? Es wäre ja viel zu einfach hier reinzukommen. Okay, es ist ja einfach hier reinzukommen. Ich muss praktisch nur die Mauer hier aufschießen, dann kann man rein. Was eigentlich wirklich was bringt, wenn da ein Obelisk steht. Wenn man im Grostock oder so reinläuft, ich meine. Nicht so gesund. Ach, da ist noch was, okay. Nun besser noch wie Verstärkung. Ich versuche es noch. Noch vorhin. Was ist das denn für eine Konstellation? Da kann man einfach so reinlaufen. Das ist totaler Unsinn. Noch nicht gewonnen. Och nö. Ah, ich hab ihn gesehen. Gut, dass ich im richtigen Moment auf die Minikarte bin. So, wir verstärken besser noch was, nicht dieser Feind uns gleich überrennt. Und bauen noch einen Ingenieur. Einen Ingenieur. Einheit bereit. Einen Ingenieur. Ja, hier. Neue Befehle. Der hat Schwör. Ja, so ähnlich. Gucken, ob er noch rechtzeitig fertig wird. Ich glaube nicht. Ja, hier. Einheit bereit. Töte den mal. Einheit bereit. Einheit verloren. Einsatz erfolgreich. Na also. Auch ein Kinderspiel. Ja, genau. Das Video kennen wir auch schon. Nichts ist mit Video angucken. Ja, ja, komm, mach mal hier hin, ey. Ich hab nicht ewig Zeit. Hopki. Mhm.
ist mein geheimer Spitzname, Hopki. Richtig, Ionensturm, kennen wir schon. Hatten wir schon, wollen wir nicht nochmal. Mission 2, jetzt sau einfach. Abbrechen, ja bitte. Gefechtskontrolle offline. Und neuer Feldzug, Deus Ex Kane, auf vielleicht. Willkommen Bürger, unsere gemeinsamen Anstrengungen im Kampf um Frieden sind weiterhin von Erfolgen gekrönt. Wo immer Unterdrückung herrscht, ist Nord zur Stelle. Nicht mit leerer Propaganda, sondern mit der göttlichen Erleuchtung. Kane starb für uns, auf dass wir erleuchtet werden. Kämpft für Nord und die Technologie des Friedens. Guten Abend. Mit General Hassans persönlicher Erlaubnis präsentieren wir Ihnen voller Stolz die nun folgende Live-Exekution. Eine Vision, ein Prophet, Oksana. Eine Vision, ein Prophet, Magic. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass die heutige Hinrichtung etwas ganz Spezielles ist. Ja, etwas Besonderes. Die Mischung heute Abend besteht aus 100% Toxin, ohne Schmerzmittel. Wenn alles nach Plan läuft, sollte unser Verräter bis zum schmerzhaften Ende bei vollem Bewusstsein bleiben. Wir alle drücken die Daumen. General Hassan ist jetzt bereit. Eine Vision, ein Prophet. Bitte setzen Sie sich. Ein Tod ist nicht genug für Anton Slavik. Für seinen Versuch, unseren Feind zu verraten, verdient der GDI-Spion vielmehr 1000 Tode. Im Namen von Kane. Kane lebt im Tode. Schlaf gut, Slavik. Zurück von den Toten? Willkommen an Bord. Sir, es ist eine Ehre, Sie wiederzusehen. Verräter. Kabal, Situation. Eine Division von Hassans Elitegarde nähert sich unserer Position. Die Wahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis lässt sich erhöhen, wenn wir zum Hauptstützpunkt zurückkehren und den Feind von dort aus bekämpfen. Definiere positives Ergebnis, Kabal. Sie sterben alle. Sehr schön. Dann los. Kein Cyborg, kein Gebäude darf stehen bleiben. Ja, und ich bin so darf noch nicht warten. Los, los, zurück zum Stützpunkt. Einheit in Blau, wieso also sieht das denn aus? Gefechtssteuerung aktiviert. Also was Leute überhaupt denn jetzt drauf? Sollte vielleicht die Geschwindigkeit runterdrehen. Ach, was. Langsame Geschwindigkeit ist was für Loops. Könnte auch mal dieses Fahrzeug da hinten hin tun. Ach was. Wird hergestellt. Einheit bereit. Was soll denn der Mist? Stützpunktverteidigung, ja, aber da hinten ist eine Verteidigung, was ich sehe. Ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Verteidigung dahin. Tiberium. Zweitrangiges Ziel erreicht. Sammelt das Tiberium im Norden. Einheit bereit. Und wenn nicht, was müssen wir dann machen? Einheit bereit. Schön, wie die Karte komplett auf. Ich überhaupt nicht scrollen muss in dieser Karte. Ja, Erdbeben. Okay, ich lasse den Scheiß. Brauch mehr Einheiten. Mehr Einheiten. Mehr Einheiten. Mehr Einheiten. Verkauf das Tor, dann habe ich mehr Geld. Für mehr Einheiten. Verkauf. Einheit bereit. Zu wenig Geld. Oh, keine Zeit hier für den Unsinn. Ich bin not. Ich hau jetzt erstmal allen ordentlich auf die Fresse. So, ja. Ich meine, weiß gar nicht, wird das in der Kampagne erwähnt? Ich jetzt das vorwegnehmen. Ich verrat's mir noch nicht. Also, was jetzt gerade abging, ne? Also, wir sollten vergast. Nein, vergast. Mit Gift vergast werden. Sammler wird angegriffen.
gibt auch Leute, die nennen das unwissenderweise vergiften. Jetzt kommen die wieder, was soll denn der Unsinn? Das ist total unfair, vor allem weil ich auch keinen Dingspunkt brauche. Beton. Das war das Wort, das ich suchte. Beton braucht nämlich einen enorm hohen Tech-Level, weil... Ja, ich kenne mein Missionsziel. Das alle töten! Das ist eines der kreativsten Ziele, die es gibt in solchen Spielen. Miau, ich hab Fahrzeug. So, dann wollen wir mal. Behelfsbaracke. Das ist total irritierend, dass es brrrr macht, wenn ich drauf oben scroll. Einheit bereit. So, müssen wir irgendwas reparieren? Und noch höher auf, wenn ich gar nicht mehr scrollen. Einheit bereit. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt plötzlich nicht mehr. Einheit bereit. Da gibt es bestimmt eine logische Erklärung, die nicht logisch ist. Was ist das denn? Campingwagen? Jetzt nicht mehr. Sterbt alle, warum auch immer. Ich bin Nord, ich muss alle töten. Wir sterben. Vernichtet Hassans gesamte Elite-Garde. Ja, ich arbeite ja schon dran. Ich muss dieses gefährliche GI-Dorf überfallen. Da sind bestimmt Mammutpanzer drin. In diesem Wasserspeicher. Der ist ganz gefährlich. Raids Rathaus. Oh, ich glaube, das war teuer. Einheit bereit. Wir wollen gucken, was das ist. Wir wollen noch das Einkaufsmeilen-Ding hier zu springen. Ein zivines Fahrzeug, ja. Machen erstmal alles platt, wo wir rumleuchten, leuchten. Hey, meine Einheiten werden befördert. Wir halten Einheiten mal lang genug, um sie befördern zu lassen. Das ist neu. Wir sind Auflösung noch höher, wäre könnte ich gar nicht in das Grund. Nein, bei näherer Betrachtung kann ich jetzt schon irgendwie gar nicht mehr scrollen. Ich. Es ist sehr verwirrend. Sehr verwirrend, muss ich sagen. Vernichtet Hassans gesamte Elite-Garde. Ja, ich arbeite. Hey, da ist ein Tarnpanzer. Nein, ich immer auch nicht das. Einheit verloren. Vorrangiges Ziel erreicht. Oh. Das war schwer. Hey, achso, ich kann ja wieder was sagen, das ist ja kein Video. Ich habe gedacht, ich warte jetzt das Video ab, aber nicht so direkt, nein. Nein, nein. Nein. Probleme. Hauptsache Slavik ist tot. Geflohen. Und Sie erwarten, dass ich das glaube? Ihn als einen Spion hinzustellen war ein großer Fehler. Er hat mehr Freunde, als wir dachten. Na gut. Dann vertuschen Sie es und töten Sie ihn, bevor alles rauskommt. Und Hassan. Wenn er noch mächtiger wird, werden Sie für uns nutzlos. Und nutzlose Dinge haben einen Hang dazu, zu verschwinden. Bis letzten Endes die GDI-Truppen geschlagen wurden und noch mehr wertvollen Boden verloren. Weitere Meldung. Anton Slaviks Leiche wurde heute im Schmelzofen einer nicht namentlich genannten Fabrik eingeäschert, wie bei Verrätern üblich. Und noch eine Meldung in eigener Sache. Unsere geschätzte Kollegin Oksana Christos kam bei einem Tunneleinsturz ums Leben. Die Behörden gehen von einem Unfall aus. Ich habe gehört, Sie sind tot, Lieutenant. Ruhen Sie in Frieden. In der Bruderschaft herrscht Chaos. Eine strategisch günstige Gelegenheit. Alle sehnen sich nach einem neuen Anführer. Wenn wir Hassans Elitegarde vernichtet haben, werden die Leute massenhaft zu uns strömen. Im Namen von Kane. Kane lebt im Tode. Wir sind an der Grenze zu Benghazi. Die Division der Elitegarde, die wir angreifen wollen, ist auf dieser Insel stationiert. Wir brauchen nur die Brücke auszuschalten. Dann sind sie geliefert.
Zerstört die Kraftwerke des Feindes und schützt unsere eigenen. Eine größere Einheit nähert sich von Süden aus. Ihr Befehl lautet, die Garde zu unterstützen. Aber ich glaube, ich könnte sie vielleicht umstimmen. Koordinaten, Sendestudio. Bringen Sie einen Ingenieur zur Fernsehstation und ich kümmere mich um den Rest. Die Kontrolle der Medien ist die Kontrolle des Geistes. Los geht's. Yeah. Wo sind wir da überhaupt? In einem Zug oder so? Keine Ahnung. Oh, Hassan lenkt die Meinung der Bruderschaft über eine nahegelegene Fernsehstation. Jetzt, wo die Bruderschaft sich im Chaos befindet, ergibt sich eine gute Gelegenheit, Hassan von seinen Anhängern zu trennen. Erobert die Fernsehstation und alle, die einst loyal zu Kanes Technologie des Friedens standen, werden wieder in unsere Reihen zurückkehren. Was Hassans jämmerliche Garde angeht, zermalmt sie. Guck mal, das Ladebild. Oh, toll.